Ja, schönen guten Tag, meine Damen und Herren, live hier aus dem Plenarsaal des Deutschen Bundestages in Berlin. Die Befragung der Bundesregierung beginnt jetzt. Wir sehen gerade, wie Bundestagsvizepräsidentin Schmidt hier reinkommt und die Sitzung jetzt gleich eröffnen wird. Was ist das Thema heute? Es geht um den sechsten Bericht zur Bildung in Deutschland. Das Schwerpunktkapitel, eins der Schwerpunktkapitel heißt Bildung und Migration. Darum soll es auch hier in dieser Befragung gehen. Es geht um die Eingliederung von Asylsuchenden und von Flüchtlingen ins Bildungssystem, die sich aus Expertensicht durchaus positiv gestaltet und in Zukunft auch noch positiv gestalten wird. Warum das? Weil natürlich Menschen, die hier nicht nur die Sprache, sondern auch die Voraussetzungen für berufliche Arbeit erlernen, dann auch selber Arbeit, Lohn und Brot finden und entsprechend die Sozialkosten einerseits erspart werden und auf der anderen Seite natürlich wie jeder andere auch sie einzahlen in die Sozialsysteme. Insofern also eine Investition, die sich nach Expertensicht rechnet und auszahlt. Das Eingangsstatement hat jetzt gleich die zuständige Ministerin, Bundesbildungsministerin Johanna Wanka. Deutschland 2016. Das Wort für den einleitenden fünfminütigen Bericht hat die Bundesministerin für Bildung und Forschung, Frau Dr. Johanna Wanka. Bitte schön. Vielen Dank, Frau Präsidentin, meine Damen und Herren. Alle kennen PISA, TIMSS und die anderen internationalen Leistungsvergleiche. Wie ist das Bildungssystem in Deutschland im Vergleich mit anderen Ländern? Und diese Vergleiche sind manchmal nicht einfach zu lesen. Und die Bedingungen in Deutschland sind auch in einigen Bildungsbereichen ganz anders als meinetwegen in Frankreich oder in Spanien. Und deswegen haben wir heißt die Kultusministerkonferenz und die Bildungsministerin, 2006 beschlossen, wir machen eine eigene statistische Erhebung. Das heißt, alle zwei Jahre gibt es einen Bericht, wie ist es mit der Bildung in Deutschland? Wie viele Kinder gehen in den Kindergarten? Wie ist der Leistungsstand etc.? Und damit haben wir eine ausführliche Darlegung des Bildungsstandes in Deutschland und haben so etwas wie eine Längsschnittstudie, also nicht nur den Vergleich, die Zahl ist jetzt so, sondern wir wissen, wie ist es vor zwei, vor vier Jahren gewesen. Und wir haben uns dann in der Kultusministerkonferenz mit dem Bund verständigt über die Indikatoren. Und auf dieser Basis liegt jetzt dieser Bericht vor. Und dadurch, dass es eine Längsschnittstudie ist, die Berichte kann man jetzt zum Beispiel ablesen. Wie ist es denn, wie viele Kinder mit sozialpädagogischem Sonderbedarf werden denn beschult, inklusiv beschult in Schulen. Man kann ablesen, wie ist es mit der Weiterbildung vor fünf Jahren, vor sieben Jahren gewesen. Und man kann jetzt lesen, dass wir eine Weiterbildungsbeteiligung haben von 51%. Die Bundesregierung hatte sich mal 50% vorgenommen. Wir haben 51%. Man sieht, wie sind die Kompetenzzuwächse in den einzelnen Fächern. Man sieht, wie ist die Zahl der Schüler, die einen Schulabschluss schaffen oder nicht schaffen. Und das ist die wesentliche Stärke des Bildungsberichtes, dass man dort zu den einzelnen Fragen sehr ausführlich Antworten finden kann. Und man kann zusammenfassend sagen, dass sowieso dass Bildungsstand und Bildungsbeteiligung kontinuierlich über einen längeren Zeitraum gewachsen sind, positiv sich entwickelt haben, dass aber auch der nationale Bildungsbericht aufmerksam macht auf Problemfelder, die wir in Deutschland haben. Ein Punkt, über den wir hier auch öfter gesprochen haben, das ist der noch zu große Zusammenhang zwischen dem Bildungsstand und dem sozioökonomischen Status des Elternhauses und dem Bildungserfolg des Einzelnen. Auch dort kann man sehen, dass sich die Dinge positiv entwickeln. Wir haben zum Beispiel bei dem Kompetenzzuwachs, wenn ich das Fach Mathematik nehme, in den Jahren seit dem ersten PISA-Bericht und auch mit anderen Fächern gerade einen Leistungszuwachs bei den schwächeren Schülern, die auch gerade oft aus solchen Elternhäusern kommen, wesentlich mehr als wir bei den leistungsstarken Schülern zugelegt haben. Wir haben eine Differenzierung, die
in dieser Intensität neu ist, Differenzierung des Bildungsumfeldes und der Ergebnisse nach Regionen. Wir haben zum Beispiel die Entwicklung, dass es mittlerweile, das sagt dieser nationale Bildungsbericht, 163 Gemeinden gibt, wo es keinerlei staatliche Beschulung mehr gibt. Es gibt also Bereiche, zum Beispiel in Mecklenburg-Vorpommern, wo es nur noch private Schulangebote gibt. Das sind Dinge, über die müssen wir natürlich nachdenken, und die kann nur in dem umfassenden Sinn ein solcher Bericht zum Ausdruck bringen. Der Bildungsbericht, Indikatoren, alle 2 Jahre werden die gemessen, kann man sehen, vergleichen. Und im Bildungsbericht gibt es immer ein Sonderkapitel, wo wir also Millionen in die Hand nehmen, eine Forschertruppe beauftragen, zu einem bestimmten Thema sich sozusagen ein Bild über Deutschland zu verschaffen. Das war zum Beispiel einmal kulturelle Bildung im Lebensverlauf. Beim allerersten Bildungsbericht 2006 hatten wir als Sonderthema Migration und Bildung und haben deswegen überlegt, nach 10 Jahren rufen wir genau dieses Thema noch einmal auf. Dort sehen wir auch im Vergleich intensiver, wie hat sich das entwickelt. Und man kann sagen, dass der Bildungsbericht an dieser Stelle deutlich zeigt, dass Verbesserungen möglich sind, auch erreicht sind, dass es aber eines längeren Atems bedarf. Wir haben zum Beispiel dort den Fakt, der wird, glaube ich, viele überraschen, dass von den 3- bis 6-jährigen Kindern mit Migrationshintergrund 90% in Kindereinrichtungen sind und dass auch bei den unter 3-Jährigen sich die Zahl derer, die in Kindereinrichtungen ist, in den letzten Jahren verdoppelt hat. Oder wir hatten vor 3 Jahren noch oder 5 Jahren die Situation, dass wir sagen konnten, wer schafft einen mittleren Bildungsabschluss? Da waren das in die 30% bei denen mit Migrationshintergrund und 56% bei den Deutschen. Jetzt ist das gleich. In beiden Fällen 56%. Bei den höheren Bildungsabschlüssen, Gymnasium, Fachhochschulreife, ist der Anteil derer mit Migrationshintergrund, die das erreichen, immer noch wesentlich geringer. Allerdings ist auch eine These belegt durch diesen Bericht, dass ganz entscheidend der sozioökonomische Hintergrund ist. Man hat verglichen, nicht jetzt wie viel Deutsche und wie viel mit Migrationshintergrund sind in einer Schulform, sondern man hat geschaut, wie ist es mit denen mit Migrationshintergrund und denen aus Deutschland, die einen ähnlichen sozioökonomischen Hintergrund haben. Und dann ist der Anteil in den einzelnen Bildungsstufen gleich. Also sehr interessante, differenzierte Schlussfolgerungen und auch eine Bewertung dann in diesem Bericht über das, was wir mit unseren Maßnahmen bewirkt haben. Wo haben wir Verbesserungen erreicht? Wo müssen wir noch handeln? Und ich glaube, gerade bei diesem Thema Bildung und Migration ist es für uns auch sehr anregend und nützlich, angesichts der Problematik jetzt die vielen jungen Flüchtlinge zu integrieren, dass man dort schon auf Erfahrungen, Causa-Beratungsstellen und anderes zurückgreifen kann, sodass dieser nationale Bildungsbericht aus meiner Sicht einerseits Ermutigung und Zustimmung ist zu dem, was wir in Deutschland im Bildungsbereich, wir heißt da natürlich auch in starkem Maße die Länder im Schulbereich tun, aber eben auch Hinweisen auf Schwachstellen. Vielen Dank, Frau Ministerin. Wir kommen jetzt, ich habe hier eine Reihe von Wortmeldungen. Ich mache noch einmal darauf aufmerksam, dass wir uns ja verständigt haben, dass wir für die Frage maximal 1 Minute und für die Antwort, Frau Ministerin, 1 Minute jeweils haben und die Sekunden laufen rückwärts. Das kann man also auch mit verfolgen. Und deshalb bitte ich zunächst mal die Fragen, die zu dem Themenbereich zu stellen, die die Frau Ministerin gerade angesprochen hat. Ich habe hier als erstes den Kollegen Dr. Thomas Feist auf der Redeliste. Thomas Feist von der CDU-CSU-Fraktion mit der ersten Frage. Den Bericht, und Sie haben es angesprochen, wir müssen gerade bei denjenigen mit Migrationshintergrund, aber auch bei denen, die jetzt zu uns gekommen sind, noch mehr tun. Deswegen haben Sie auch darauf hingewiesen, dass die Anzahl der Causa-Beratungsstellen erheblich erhöht worden sind. Auch in Leipzig haben wir jetzt so eine. Das ist eine sehr schöne Sache. Ich möchte eine kurze Frage stellen zum Übergangssystem. Wir haben im Übergangssystem ja sinkende Zahlen. Und wir als Fraktion sind auch davon überzeugt, dass das Übergangssystem nur ein Notbehelf sein kann, weil es ja eine eigene Welt aufbaut, die nicht immer direkt mit der Realität verknüpft ist. Das heißt, wir wollen mehr betriebsnahe Ausbildungsgänge, auch Verknüpfung von den bisherigen Strukturen, Übergangssystem hin zu den Unternehmen. Was kann die Bundesregierung, was können Sie tun, um die Zahl derer, die im Übergangssystem landen, es sind immer noch zu viele, noch weiter senken können? Das Übergangssystem
hatte mal Zahlen von über 400.000 Jugendlichen. Jetzt sind wir wesentlich geringer, aber Sie haben recht, es sind immer noch zu viele. Aber wir werden auch in Zukunft ein Übergangssystem brauchen für diejenigen, die die Schule verlassen und nicht ausbildungsreif sind, um diese besonders zu fördern. Und wir setzen von unserem Haus für das Übergangssystem, für Berufsvorbereitung, für Nachholung beträchtliche Millionen ein und werden das vielleicht auch noch in stärkerem Maße tun, weil wir nicht wollen, dass durch die Flüchtlingszahlen sich jetzt das Übergangssystem wieder vergrößert. Also das ist bei uns im Blick. Aber es wird immer ein Übergangssystem aus meiner Sicht benötigt in Deutschland, um denjenigen zu helfen, die zu unterstützen. Und dass es dort berufsnah, praxisnah sein soll, das ist der richtige Weg. Da bin ich ganz Ihrer Meinung. Dankeschön. Jetzt hat der Kollege Uwe Schummer das Wort. Uwe Schummer, ebenfalls von der CDU-CSU-Fraktion, mit der nächsten Frage. Frau Ministerin, es ist ja eine gute Nachricht, dass wir das Ziel, das wir in der letzten Großen Koalition uns gemeinsam gestellt haben, nämlich eine Weiterbildungsquote von über 50% zu erreichen, die 51%, dass dies jetzt auch dokumentiert ist, dieser Erfolg ist da. Welchen Beitrag hat die Weiterbildungsprämie zu dieser Entwicklung und auch die damit verbundenen Bildungsberatungsstellen, die geschaffen wurden? Und gibt es dann auch weitere Initiativen, Lernen im Lebenslauf und Weiterbildung mit den Ländern und mit der Wirtschaft zu fördern? Das Weiterbildungsstipendium oder Weiterbildungsprämie haben wir jetzt gerade Jahrestagfeier gehabt, ist ganz ein entscheidendes Instrument, wo viele derer, die das in Anspruch genommen haben, sagen, dass sie ohne dieses nicht die Weiterbildung absolviert hätten. Wir haben zum Beispiel das Instrument der Bildungsprämie, wo wir jetzt sehen, dass wir es noch attraktiver machen wollen. Wir haben das Ergebnis, dass gerade bei der Bildungsprämie die wir erreichen wollen, in den unteren sozusagen Bildungskategorien auch wirklich erreicht werden. Bei den 51% muss man sagen, dass in sehr stark Maße auch die betriebliche Weiterbildung dort enthalten ist. Und deswegen ist eine Intention von uns, über die Kompetenzberatungsstellen Industrie 4.0, betriebliche Weiterbildung, digitale Formen der Weiterbildung, das zu stärken. Und ich denke auch, dass wir registrieren müssen, dass bei den Menschen mit Migrationshintergrund auch die Weiterbildungsangebote im selben Maße die allgemeinen Weiterbildungsangebote wahrgenommen werden wie bei den anderen, aber bei der betrieblichen Weiterbildung dort noch ein Leck ist und wir deswegen auch überlegen, wie kann man bei Causa oder anderem nicht nur für die Erstausbildung, sondern eben auch für Weiterbildung gezielt werben. Jetzt hat der Kollege Karamadiaba das Wort. Karamadiaba für die SPD-Fraktion. Es geht nach Reihenfolge. Frau Ministerin, Sie haben sehr oft Stichwort sozioökonomische Bedingungen genannt. Deshalb meine Frage, welche Chancen sieht die Bundesregierung zur Sanierung und Ausstattung von Schulen in den Kommunen mit also schwacher Ausstattung, wenn es darum geht, diese Zusammenhang, die sehr, sehr bekannt ist, so häufig auch genannt wird, der Erfolg, der zusammenhängt mit dem sozioökonomischen, aber insbesondere soziale Herkunft der Schülerinnen und Schüler, aber auch die sozialen Risikofaktoren. Welche Maßnahmen sind da ganz konkret jetzt von der Bundesregierung vorgesehen? Was den sozioökonomischen Hintergrund anbetrifft und das Erreichen der Kinder und Jugendlichen aus diesen Elternhäusern, dann ist das in sehr starkem Maße eine Frage des pädagogischen Angebotes, des Konzeptes. Und ich glaube, wir haben uns viel Gutes überlegt, auch im Rahmen der Bundesregierung. Aber nicht immer wird dann die Zielgruppe wirklich erreicht. Wo es gelang, ist zum Beispiel bei Kultur macht stark, wo die Evaluation deutlich zeigt, wir erreichen genau diese Kinder und Jugendlichen und bieten ihnen etwas, was für ihr ganzes Leben wichtig ist. Und ich denke, dass auch die Tatsache, dass unsere Bildungsketteninitiative, die wir ja gemeinsam mit der Arbeitsministerin ausgedehnt haben auf ganz Deutschland, dass dort auch die Untersuchungen zeigen, es erreicht besonders die Kinder und Jugendlichen, die es nicht so einfach im Leben haben, eben mit diesem schwierigen Hintergrund. Es ist aber nicht nur eine Frage der Ausstattung, sondern vor allen Dingen des pädagogischen Konzepts. Und bei der Ausstattung haben wir ja die Situation, dass durch das Kommunalinvestitionsprogramm, was jetzt schon läuft mit 3,5 Milliarden, finanzschwache Kommunen auch im Bildungsbereich unterstützt werden und dort energetische Sanierung vornehmen dürfen. Und in den Bund-Länder-Verhandlungen am Freitag wurde gesagt, das werden wir auch noch ausdehnen für die finanzschwachen Kommunen. Und das ist nicht immer in Korrelation zu Familien mit einer entsprechenden Schwäche, aber in gewissen Zusammenhang gibt es doch, dass da vielleicht gerade besonders viele Familien leben, die dieses Angebot dann brauchen.
Vielen Dank, Herr Kollege. Ernst Dieter Rossmann, Sprecher für Forschung und Bildung der SPD-Fraktion, hat die nächste Frage. Die Autoren des Nationalen Bildungsberichts, aber auch die gemeinsame Stellungnahme der Bund-Länder und der Bundesregierung sagen ja, dass in Bezug auf die Verbindung von sozialem Herkommen und Bildungserfolg wir noch nicht so weit sind, wie wir werden wollen. Was sind die ein, zwei Schlüsselprojekte, an denen sich die Bundesregierung engagiert, um im frühkindlichen und im schulischen Bereich diesen Zusammenhang so aufzubrechen, dass es mehr Bildungsaufstieg und mehr Entkopplung von sozialem Herkommen und Bildungschancen mitgibt? Ein, zwei Schlüsselprojekte, an denen Sie arbeiten. Vielleicht eine Bemerkung zum Zusammenhang. Wir haben mittlerweile ein Bundesland in der Bundesrepublik Deutschland, wo wir in der Grundschule bei der Einschätzung, wo sind die Kinder in der vierten Klasse im Grundschulbereich, die das Ergebnis haben, dass es dort entkoppelt ist, dass dort dieses Bundesland allen Kindern unabhängig vom Elternhaus die gleichen Chancen bietet. Jedenfalls sagen die Ergebnisse das, und das ist das Land Sachsen. Und deswegen finde ich es sehr gut im föderalen System, dass Bayern, aber auch Nordrhein-Westfalen sich jetzt genauer beschäftigen, wie macht man das flächendeckend. Der Bund kann an dieser Stelle natürlich nur unterstützen, einmal durch Maßnahmen im ökonomischen Bereich, Arbeitssicherung und anderem. Aber Schlüsselprojekt ist zum Beispiel Kultur macht stark, weil wir wissen, das wirkt, das schafft etwas, was sonst überhaupt nicht funktioniert. Schlüsselprojekte sind auch Haus der kleinen Forscher in den ersten Jahren. Und wichtige Projekte sind Forschung dazu. Weil wir haben es erlebt, dass bei Sprachförderung manchmal Dinge gemacht werden in allen Bundesländern, aber die Effekte gar nicht so sind. Und deswegen ist Forschung dazu, insbesondere zum Thema auch Inklusion, also wie Umgang mit Heterogenität. Aber ich kann an der Stelle auch nennen unsere Qualifizierungsinitiative Lehrerbildung, weil das ist ganz wichtig, wie die Lehrer in den Schulen mit Heterogenität, mit Kindern aus ganz unterschiedlichen Familien umgehen. Und da, glaube ich, geht es nicht nur darum zu forschen, sondern da haben wir ganz viele Projekte im Rahmen der Qualifizierungsinitiative und die klare Vereinbarung, wenn ein solches Projekt gut läuft und man sieht, wie kann ein Lehrer im Chemieunterricht das gut hinkriegen, dass es dann deutschlandweit ausgerollt wird, dass andere Lehrerbildungsinstitutionen davon profitieren und das übernehmen können und nicht nur als Versprechen, sondern als Verpflichtung von denen, die hier erfolgreich ein solches Projekt realisieren, kann auch Projekte geben, wo es nicht den Erfolg gibt. Aber das sind einige Schlüsselbereiche, wo wir uns bemühen. Vielen Dank. Der Kollege Kai Gehring und dann Ökcan Mutlu. Kai Gehring, meine Damen und Herren, ist wissenschaftspolitischer Sprecher der Grünen-Fraktion. Er hat die nächste Frage. Ja, ganz herzlichen Dank, Frau Präsidentin, dass Sie jetzt auch der Opposition gestatten, Fragen zu stellen nach vier Regierungsfraktionären. Frau Ministerin, der Bildungsbericht macht überdeutlich, dass es massive regionale Unterschiede und regionale Ungerechtigkeiten gibt. Das gilt für Kita-, Schul- und Ausbildungsangebote in der Republik. Also nicht nur die soziale Herkunft, sondern auch die Postleitzahl des Wohnortes entscheiden über die Chancen von Kindern und Jugendlichen in dieser Republik. Und es darf einfach keine abgehängten Gegenden und keine abgehängten Stadtteile in Deutschland geben, wo Kinder und Jugendliche schlechtere Chancen haben als anderswo. Und ich glaube, dieser Bildungsbericht zeigt, da muss mehr passieren. Und deshalb frage ich Sie, welche Maßnahmen wird die Bundesregierung jetzt einleiten und neu ergreifen, um diesem verschärften Strukturproblem der massiven regionalen Disparitäten entgegenzuwirken? Seit der Einigung am Freitag haben Sie da ja auch neue Möglichkeiten. Völlig unabhängig von neuen Möglichkeiten, die Sie am Horizont sehen, ist es so, dass ich erst mal richtigstellen muss, regionale Disparitäten sind zum Teil sehr unterschiedlich. Also, es ist regional in Deutschland ganz unterschiedlich. Wo gibt es einen Mangel an Auszubildenden? Die haben wir zum Teil in ländlichen Bereichen, wo junge Leute fehlen. Die haben wir auch in Bereichen Bayern, wo eine ganz hohe Arbeitsproduktivität ist, wo viele in Beschäftigung sind, wo man einfach einen Bedarf hat. Also es ist nicht immer ein Mangel, sondern diese Unterschiede haben manchmal gerade entgegengesetzt. Wirkungen. Und wir haben, Herr Gehring, zum Beispiel, was Kita anbetrifft, nochmal in der vorletzten Runde 450 Millionen zur Verfügung gestellt für den Kita-Ausbau in der Bundesrepublik Deutschland. Und dort sind vor allen Dingen gerade die Kommunen im ländlichen Bereich, gerade da, wo ein Mangel steht, jetzt in der Situation. Wir haben beim Projekt, was Herr Dobrindt gemacht hat, Breitbandanschlüsse
dort in sehr starkem Maße es ermöglicht, dass das für Schulen genutzt wird. Und das ist ja gerade, glaube ich, in ländlichen Bereichen eine Notwendigkeit. Und ich glaube, dass alles das, was wir für den ländlichen Bereich, um mal eine Kategorie herauszugreifen, an Förderung von Seiten des Bundes betreiben, hat auch das Ziel gleichwertiger Lebensbedingungen in der Bundesrepublik Deutschland. Özcan Mutlu, meine Damen und Herren, der bildungspolitische Sprecher der Grünen hat die nächste Frage. Frau Ministerin, danke für die einleitenden Worte. Ich muss aber dennoch ein bisschen Wasser in den Wein gießen. Sicherlich ist zu beobachten, dass wir seit dem PISA-Schock 2001, immerhin sind es 15 Jahre her, als eines der reichsten Länder der Welt uns zum Positiven entwickeln. Das ist aber für mich keine große Erfolgsmeldung, wenn man sich diesen Bericht anguckt. Nach wie vor sind soziale Disparitäten vorhanden, nach wie vor entscheidet die soziale Herkunft und im Extremfall, wie auch dieser Bericht sagt, die ethnische Herkunft über den Bildungserfolg. Und Sie haben vorhin auch einige Punkte aufgezählt und da möchte ich konkret von Ihnen wissen, eines der Ziele des Bildungsgipfels 2008 war es, die Ausbildungsbeteiligung zu erhöhen, vor allem auch der Abgehängten, der Risikogruppen. Und wenn man sich die Zahlen hier genau anguckt, zwischen 2013 und 2014 ist der Anteil der ausländischen Schülerinnen, die die Schule ohne Abschluss verlassen haben, von 10,7% auf 11,9% gestiegen. Also genau das Gegenteil von dem, was man versprochen hat. Und daher meine Frage, was tun Sie konkret, um diese Gruppe der Risikoschülerinnen und Schüler zu Erfolgen zu führen? Wir haben die Zahl derer, die die Schule oder Abschluss verlassen, reduzieren können in der Bundesrepublik Deutschland, was ja sehr stark Schulpolitik ist, von über 8% auf 5,8%. Und wir haben bei denen mit Migrationshintergrund auch einen Rückgang über die Jahre. Wenn Sie jetzt eine Jahresscheibe sehen, weiß ich nicht, kann ich jetzt nicht sagen, weil die demografische Entwicklung ist so, dass wir eigentlich eine viel geringere Ausbildungsbeteiligung hätten. Das heißt, es sind weniger junge Leute geworden und der Anteil der Ausbildungsbereitschaft oder die Ausbildungsbeteiligung ist gegen diesen Trend gewachsen, Herr Mutlu. Jetzt hat die Kollegin Dr. Rosemarie Hein und dann die Kollegin Hubacht. Rosemarie Hein, meine Damen und Herren, Obfrau und Sprecherin für Bildungspolitik der Linksfraktion. Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Die Bundesregierung und auch die Koalition betonen immer wieder, dass es wichtig ist, die Durchlässigkeit im Bildungssystem zu befördern. Und das sagt ja auch der Bericht, dass es ganz unterschiedliche Wege zum Abitur, ganz unterschiedliche Wege in den Beruf gibt und dass da auch dazwischen sehr viel Bewegung ist und Bildungsbiografien eben nicht mehr so verlaufen wie noch vor 20, 30 Jahren. Der Bericht zeigt sowohl Probleme als auch Möglichkeiten auf, wie man künftig damit umgehen möchte und umgehen könnte. Und ich möchte Sie gerne fragen, was die Bundesregierung tun möchte und tun kann, diese Durchlässigkeit, und zwar in unterschiedliche Richtungen, nicht bloß in einer, zu befördern und welche Anstrengungen Sie künftig unternehmen wollen, um Fördersysteme, die es ja gibt, auskömmlich zu gestalten und auch so zu gestalten, dass sie untereinander kompatibel sind. Ich glaube, die Frage der Durchlässigkeit ist nicht eine, die man mit Förderprogrammen erschlagen kann. Nichtsdestotrotz ist es so, dass von Seiten der Bundesregierung, es muss flächendeckend sein, Frau Hein, dass von Seiten der Bundesregierung, zum Beispiel, wenn ich jetzt an die Schnittstelle denke, Schule, Hochschule, ja, ist ja so ein Punkt, da haben wir in Deutschland Bildungsgipfel 2008, Beschluss aller Ministerpräsidenten und der Bundeskanzlerin. Wir wollen in Deutschland entgegen dem, was wir immer hatten, nicht sagen, Abitur ist die allgemeine Hochschulzugangsberechtigung, sondern sagen, in Deutschland ist Studieren mit beruflicher Qualifikation möglich. Dann sind alle Ländergesetze geändert worden, zuallererst Brandenburg. Und der Bund flankiert das, unterstützt das mit dem großen Programm Offene Hochschule. Weil die Hochschulen haben in dem Bereich nicht die Erfahrung. Wie geht man damit um, wenn einer berufliche Erfahrung hat, aber weniger, damit mehr praktische Erfahrung, aber ihm Theorie fehlt? Und dieses Programm Offene Hochschule, das ist eines der ganz wesentlichen Impulse, um zu erreichen, dass etwas, was rechtlich geregelt ist, aber es noch Jahre dauert, bevor das dann auch allen bekannt ist, genutzt ist und Hochschulen Erfahrungen sammeln. Und umgedreht war es die Initiative im letzten Jahr von meiner Seite, dass wir gesagt haben,
diejenigen, die ein Studium nicht erfolgreich führen, die abbrechen. Wir haben hohe Abbrecherquoten, die wollen wir verringern. Trotzdem gibt es viele, die abbrechen, gerade in den naturwissenschaftlichen, ingenieurwissenschaftlichen Fächern. Und deswegen die Initiative von unserer Seite, einen Wettbewerb. Wie kann man erreichen, dass diese pfiffigen jungen Leute, die meinetwegen Abitur geschafft haben, einige Semester studiert, erreichen, dass die wahrgenommen werden, dass sie eine Chance haben in der dualen Ausbildung durch Anerkennung und anderes. Und da haben wir in jedem Bundesland Modellprojekte. Ich weiß, Frau Schmidt, Modellprojekte. Ja, es ist so, dass alle noch drankommen sollen, ja, die auch eine Frage haben. Da ist es gut, wenn jeder sich an die Zeit hält. Jetzt hat die Kollegin Hubbach das Wort. Sigrid Hubbach, Sprecherin für Kulturpolitik der Linksfraktion. Frau Ministerin Wanka, ist es sicherlich positiv, dass der Ausbau der Betreuungsplätze für Kinder unter 3 Jahren so schnell vorangekommen ist, dass praktisch von 2013 bis 2015 circa 100.000 Plätze entstanden, also dass die Anzahl gewachsen ist auf 100.000 Plätze. Das ist sicherlich positiv. Aber es ist auch erkennbar, dass die Disparitäten praktisch irgendwie nicht abbaubar waren in diesem Bereich, im Betreuungsbereich. Und auch die Zahl, sage ich mal, der Bedarf an Kita-Plätzen wird weiterhin steigen aufgrund Geburtensteigerung, was ja positiv ist, und auch Zuwanderung. Und da wäre der nächste Schritt doch auch, die Qualität zu sichern. Und ich frage Sie, warum sperrt sich die Bundesregierung weiterhin ein Kita-Qualitätsgesetz auf den Weg zu bringen, um das zu sichern? Es ist noch lange nicht selbstverständlich, dass in jeder Kita Bildungspläne implementiert sind. Vielleicht können Sie dazu was sagen. Vielen Dank. Sie haben völlig recht, dass die Nutzung der Kinderbetreuungsangebote unter 3 Jahren enorm gewirkt hat, dass zum Beispiel bei denen mit Migrationshintergrund seit 2009 sich es verdoppelt hat, nicht mehr 11%, sondern 22%, dass aber bei den Deutschen es sich noch stärker erhöht hat und wir fast 38% jetzt haben der unter 3-Jährigen, die in den Kindereinrichtungen sind, und dass der Bund jetzt noch mal in Millionenhöhe, 100 Millionen Geld zur Verfügung gestellt hat. Wir aber darauf warten, dass es genutzt und abgerufen wird von den Gemeinden, um auszubauen. Was die Qualitätssicherung anbetrifft, bemüht sich die Familienministerin dort im Dialog mit den Ländern auch zu überlegen, was sind Standards, wie kann man die Qualität in der Kindereinrichtung erhöhen, ohne dass der Bund der Oberlehrer ist, weil die Funktion hat er an der Stelle nicht. Danke. Jetzt hat die Kollegin Beate Walter-Rosenheimer das Wort. Beate Walter-Rosen von der Grünen-Fraktion mit der nächsten Frage. Frau Ministerin Wanka, die Autorinnengruppe hat ja durchaus zu Recht darauf hingewiesen, dass Deutschland seine Bildungsinstitutionen schon längst hätte fit machen müssen für die Einwanderungsgesellschaft. Jetzt mittlerweile ist es eigentlich unaufschiebbar, und ich würde gern von Ihnen noch konkreter hören, was Sie denken, gerade im Bereich berufliche Bildung zu tun, ob Sie zum Beispiel auch planen, also die brauchen ja einfach mehr als digitale Modernisierung, ob Sie zum Beispiel auch planen, im Bereich Sprachförderung noch mal richtig was reinzulegen, was ja sehr sinnvoll wäre, ausbildungsbegleitend. Sprachförderung, gerade für die jungen Flüchtlinge, die es ja besonders betrifft, die im letzten Jahr gekommen sind, leisten wir in hunderten Millionen Höhe von Seiten der Bundesregierung. Das ist aber jetzt nicht in meinem Ressort verankert, das ist im Arbeitsministerium, das ist im Innenministerium verankert. Also eine breit gefächerte Sprachbildung. Wir finanzieren in unserem Programm, wo es um die 10.000 Plätze im Handwerk geht, gerade Sprachbildung im Blick auf die berufliche Bildung durch individuelle Begleitung, durch Coaching. Und wir haben im letzten Jahr sehr schnell gehandelt, dass wir über Apps und anderes die pfiffigen jungen Leute, die kommen, die wollen, auch in den Stand versetzen, neben den Kursen, die sie besuchen sollen, dazu passend sich selbst weiterzubilden. Und wir haben vor, in den überbetrieblichen Ausbildungsstätten mit dem, was wir an Geld zusätzlich zur Verfügung stellen, für die jungen Flüchtlinge, gerade auch die sprachliche Bildung, die natürlich wichtig ist, die für manche Berufe unvermeidlich ist, wenn man sich nicht dann entsprechend mit dem Kunden oder wer auch immer verbinden kann. Also das ist bei uns generelle Haltung in der Bundesregierung, und bei unserem Part bedeutet es mehr Geld oder überhaupt Geld in die ÜBS, um das zu realisieren. Martin Rabanus hat jetzt das Wort und danach die Kollegin Alexandra Dingestuhl. Martin Rabanus, der die nächste Frage hat, gehört der SPD-Fraktion an. Ich habe mich, Frau Ministerin, auch sehr darüber gefreut, dass wir im Bereich der Weiterbildung Erfolge zu verzeichnen haben. 51% Weiterbildungsbeteiligung ist schon eine Hausnummer. Ich bin da sehr gespannt auf den 7. Bericht, weil ja dann die Maßnahmen, die wir in den letzten Jahren beschlossen haben, von AFBG, AWSTG, aber auch in den anderen Programmbereichen erst wirken werden. Da bin ich tatsächlich sehr gespannt, wie wir dann liegen werden. Der Bericht stellt auch fest,
dass 50% der Erwachsenen das nonformale, informelle Lernen nutzen. Und Sie stellen in Ihren Schlussfolgerungen auch fest, dass wir da dieses erschließen müssen, handhabbar machen müssen. Ich sage das mal mit meinen Worten. Dazu zwei Fragen. Erste Frage, Valicom läuft ja seit 2015. Gibt es da erste Zwischenergebnisse von den Leitprojekten? Und wie ist die Perspektive, das in die Fläche auszurollen? Und was planen Sie darüber hinaus, um diese nonformalen, informellen Kompetenzen weiter und besser zu heben? Danke, dass Sie Valicom erwähnen, weil ich glaube, das war sehr vorausschauend, das einzurichten. Und es hatte gar nicht des Flüchtlingszustroms im letzten Jahr bedurft, sondern das war vorher schon überlegt, bis auf Internetseiten, wo die Ausbilder sich sofort informieren können, wie sieht das aus. Wir sind noch nicht in der Lage zu sagen, hat Valicom jetzt so gewirkt, dass man es flächendeckend ausrollt oder was sollte man für Fördermaßnahmen darauf setzen. Aber ich denke, wir müssen dort auch mit Fördermechanismen dann, wenn wir wissen, was ist sinnvoll zu fördern, zugreifen. Zu Ihrer ersten Bemerkung, dass Sie gerne wissen möchten, wie wirkt das, was wir jetzt beim Aufstiegs-BAföG zum Beispiel beschlossen haben. Ich bin ein bisschen vorsichtiger als Sie, weil im Bildungsbereich dauert es manchmal ein bisschen länger als 2 Jahre, ehe man den Effekt merkt. Aber ich denke, nach dem, was ich erfahre in den Institutionen, ist das jetzt auch noch mal ein Impuls für viele zu überlegen, gehe ich in eine solche Ausbildung, auch mit der Weiterbildungsprämie. Das sind schon Instrumente, die sich bewähren. Und ich bin da sehr optimistisch, dass es positiv wirkt. Ob man das beim nächsten Mal schon ablesen kann, weiß ich nicht. Ja, meine Damen und Herren, soweit also Bundesbildungsministerin Johanna Wanka. Ihre Antworten in dieser Befragung der Bundesregierung zum 6. Bericht für Bildung in Deutschland. Soweit zunächst unsere Übertragung hier aus dem Deutschen Bundestag in Berlin. Wir melden uns wieder nach 16:30, genau um 15.35 Uhr, dann mit der Aktuellen Stunde. Das Thema heißt Lage in Syrien und Irak und die internationalen Bemühungen um eine Stabilisierung in der Region. Zunächst geben wir zurück in die Phoenix-Zentrale nach Bonn.